Vor einigen Jahren hatte ich mir den Multihoster Highway angeschaut in einem Test und der Test ist damals schon recht gut ausgefallen. Jetzt gibt es aber einige neue Features bei Highway und deshalb wird quasi ein Test V2, also Version 2, notwendig. Highway unterstützt für einen Multihoster ziemlich viele Dienste. Es wird ein Torrent-Download unterstützt, das Usenet wird unterstützt, es gibt einige File-Hoster, die unterstützt werden und als Alleinstellungsmerkmal gibt es einen TV-Recorder, dazu kommen wir aber später noch. Kommen wir also erstmal zur Geschwindigkeit beim Torrent. Ich habe jetzt einfach mal Ubuntu genommen, habe den Torrent von Ubuntu dem Webinterface hinzugefügt. Dazu reicht es einfach, den Link der Torrent-Datei in das Interface zu kopieren und diese 1,5 GB wurden in 5 Minuten übertragen. Der Download von den Highway-Servern auf meinen PC, der war auch super schnell. Der hat meine 100 Mbit-Leitung komplett ausgelastet, wie man hier im Screenshot sehen kann. Als nächstes hat mich natürlich die Geschwindigkeit der File-Hoster interessiert und auch hier haben alle File-Hoster meine Leitung voll ausgereizt. RapidGator uploaded und ShareOnline habe ich im ShareOnloader getestet und man sieht hier, dass die Geschwindigkeit meiner Leitung, die 100 Mbit, ausgereizt worden sind. Zu betonen ist halt hier auch, dass ShareOnline funktioniert. Das tut es ja bei den Multihostern recht selten. Kommen wir also zum Usenet. Da habe ich auch eine fast volle Auslastung gehabt, 9,2 MB pro Sekunde sieht man hier. Das Usenet läuft über SSL, das würde vielleicht erklären, warum das minimal langsamer ist als meine volle Leitung. Man kann die Dateien aus dem Usenet ganz normal über Usenet-Programme, die halt NZB-Dateien verarbeiten können, runterladen auf den PC. Geht aber auch anders, man kann den Web-Downloader nutzen. Da kann man die NZB-Datei einfach in den Web-Downloader kopieren und die wird dann hochgeladen, ähnlich wie beim Torrent und kann dann wieder runtergeladen werden. Vorteil ist, man hat eine Retention von 3000 Tagen. Bei dem direkten Download hat man nur 1100 oder 1200 Tage oder nur 1000, also wesentlich weniger auf jeden Fall. Und es ist kein zusätzliches Programm auf dem Rechner nötig, weil ich kann es ja im Browser direkt runterladen. Und auch der Transfer auf die Highway-Server, der war ziemlich schnell, 700 MB haben 2 Minuten ungefähr gedauert. Wenn man die dann runterladen will aus der Web-Oberfläche, das geht sogar mit dem Chat-Downloader. Rechts seht ihr den Chat-Downloader, links das Webinterface, da kann man einfach den Link kopieren, wo diese Dateien gespeichert sind. Der Chat-Downloader kann dann dieses Verzeichnis durchsuchen und die Dateien dementsprechend runterladen. Und auch hier, wie man sieht, im Screenshot volle Geschwindigkeit. Kommen wir jetzt zu dem TV-Recorder. Ja, was ist der TV-Recorder überhaupt? Im Grunde ist das sowas wie Safe-TV oder Online-TV-Recorder. Man beauftragt in dem Fall Highway.me einfach mal Filme aufzuzeichnen und ab dem Moment, wo man Highway beauftragt hat, damit werden diese Filme oder ja, Serien, alles mögliche, was halt im Fernseher läuft, aufgezeichnet und man hat dann eine riesen Liste, wo man halt suchen kann und auswählen kann und auch sortieren kann. Man hat verschiedene Optionen, es gibt verschiedene Qualitätsstufen, in denen man runterladen kann, die halt dann auch verschieden groß sind, die Files natürlich. Man kann die Files streamen oder halt direkt runterladen. All das hat wunderbar funktioniert. Auch hier hatte ich wieder, wie man im Screenshot sieht, die volle Geschwindigkeit. Jetzt kommt aber ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Da will ich gar nicht meckern, das soll wirklich nur ein Verbesserungsvorschlag sein. Highway könnte sich da ein Alleinstellungsmerkmal wieder mal zaubern, indem sie ein Kodi-Plugin veröffentlichen, wo ich einfach direkten Zugriff auf die ganzen Filme und Serien kriege, die aufgezeichnet worden sind. Dann würde ich mir das Downloaden einfach sparen, könnte an meinem Fernseher direkt mit Kodi einfach diese Filme schauen. Ich habe mal bei Online-TV-Recorder mir einen Account gemacht und die bieten das auch nicht. Also das wäre schon eine ganz klasse Sache, wenn man einfach so eine riesen Mediathek dann am Fernseher hätte. Kommen wir zum Support. Ein paar Sachen habe ich anmeckern müssen, das wurde aber schnell gelöst und ja, die Antworten waren entsprechend schnell, haben sich so im Minuten- bis Stundenbereich bewegt. Also hier gar nichts zu meckern. Aber jetzt habe ich was zu meckern und zwar bei den Preisen. Da wird es nämlich mega kompliziert. Es werden verschiedene Zahlungsweisen angeboten, das ist ja erstmal positiv. Bitcoin, Amazon, Gutschein, PaySafeCard, PayPal. Nur das ist irgendwie völlig unübersichtlich. Also schaut euch mal hier die Tabellen an. Gut, bei Bitcoin ist es noch übersichtlich. Da kann man sich Traffic kaufen. Der ist für einen Monat scheinbar gedacht. Auf der Bezahlseite selbst sieht man das gar nicht, dass das nur für einen Monat ist. Das steht dann vorher irgendwo. Aber ja, diese 111 GB zum Beispiel für 4,99 €, die gelten für einen Monat. Oder die 250 GB für 7,49 €. Also für mein Download-Volumen würden wahrscheinlich die 111 GB reichen oder die 250 und ja, 7,50 € für so eine Dienstleistung finde ich da völlig okay. Interessant finde ich auch,
auch vor allem die 100 GB unbegrenzt. Zum Beispiel, wenn man nur den TV-Rekorder nutzen will, ist das eigentlich das beste Angebot, das man so auf dem Markt kriegt, weil man hat ja viele Sachen schon in der Mediathek. Man braucht halt viele Sachen nur, wenn sie aus den privaten Sendern kommen. Von daher ist das ganz praktisch, wenn man sich da quasi mal 100 GB unbegrenzt kauft und immer, wenn man was runterladen will, ja, kann man das einfach nutzen. Und was meine ich jetzt also mit kompliziert? Ja, schaut euch mal die Amazon-Preise an. Die sind minimal höher, also da wird es schon wieder unübersichtlich langsam. Dann gibt es da 60 Tage mit Zweifach-Traffic, 90 Tage mit Dreifach-Traffic. Wahrscheinlich heißt das nichts anderes als, naja, krieg halt jeden Monat die 111 GB oder vielleicht auch von Anfang an die gleichen. Noch komplizierter wird es dann bei PaySafeCard. Da blickt man kaum noch durch. Ihr seht hier unten die Auflistung. Also ich blick da nicht wirklich durch, was ich da bekomme für mein Geld. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt ja auch noch PayPal. Auch da nicht gerade eine leicht zu kapierende Auflistung. Als würde das nicht reichen, gibt es jetzt noch bei den verschiedenen File-Hostern verschiedene Quoten, mit denen runtergeladen wird. Also zum Beispiel bei Torrent und Usenet werden von dem gekauften Traffic nur 33% berechnet. Bei Hostern wie Etherbox zum Beispiel werden 150% berechnet. Es gibt auch andere Hoster, wo 50% nur berechnet werden. Also irgendwie fehlt mir da völlig die Übersicht. Mir wäre es irgendwie lieber, es gäbe einen festen Preis im Monat und es gäbe unbegrenzte Traffic-Pakete. Da hätte ich irgendwie mehr Übersicht als das hier. Schaffen andere Multihoster ja auch. Also kommen wir zum Fazit. Es gibt ein Alleinstellungsmerkmal mit dem TV-Recorder, das habe ich bei noch keinem anderen Multihoster so gesehen und gefällt mir auch sehr gut. Vor allem die Umsetzung ist gut und die Idee ist natürlich klasse. Ich habe volle Geschwindigkeit bei allen Diensten bekommen, die JDownloader 2-Integration hat funktioniert, hat alles zuverlässig funktioniert, so wie es in der Hosterliste gestanden hat. Support war gut. Ja, wenig zu meckern, außer wie gesagt das Preischaos. Und der kleine Verbesserungsvorschlag mit Kodi wäre natürlich wunderschön, wenn das umgesetzt werden würde. Von daher gibt es eine Kaufempfehlung für Highway.